Das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Alter, ich kann nicht mehr. Und das muss einfach, das Pferd muss einfach komplett. Oh Gott. Nee. Also, ganz ehrlich, nee. Das Rennen ist sowas von asozial, das ist so krass und damit herzlich willkommen zurück zu Stable Herbst und so. Ich habe es jetzt nochmal probiert, aber ich glaube, das müssen wir echt ganz am Ende hinschieben. Aber nee, nee. Ich kann einfach nicht mehr. Wir müssen die Einwohner von Firegrove vor den blutrünstigen Wölfen warnen, die uns aus den Bergen ins Tal gekommen sind. Reite ins Dorf und sprich mit Georgina. Sie betreibt dort einen Reitstall und ist eine gute Freundin von mir. Jetzt ganz ehrlich, ohne Scheiß, das ist echt. Nee. Ich habe dieses Rennen so damals gehasst und das ist auch. Ja. Versteht sich auch von selbst. Und so, jetzt muss ich wieder ganz außen rumgehen, weil. Der Scheiß hier so scheiße ist. Vielleicht versuche ich es mal irgendwie offscreen und so und schneide es dann mit rein, weil. Es ist echt. Nee, das ist. Das ist echt das beschissenste Rennen von allen. Es ist so scheiße. Wir haben ja gesehen, wie ich geritten bin und das ist nicht gerade schlecht. Und dann. Oh. Also die hätten es ruhig nur auf 1,30 machen können und nicht 1,25. Ich meine, das ist schon gemein. Das ist richtig gemein. Ein bisschen schwierig finde ich okay, aber so. Ich meine, ich bin gut geritten, ganz ehrlich. Also schreibt mir gerne eure Meinung, aber es ist einfach nur scheiße. Ich will nicht wissen, wie das Anfängerpferd gemacht hätte. Ich gehe jetzt erstmal da unten hin. Ich habe jetzt keine Lust, da hinzugehen. Möchte ich nicht. Keine Lust. Wir können hier einen Abstecher machen und ich habe vergessen, schon wieder die Zeit zu stellen. Egal. Kann ich vielleicht hier nebenbei machen, wenn ich nicht irgendwie gegen einen Baum renne. Mache ich vielleicht mal nebenbei kurz. Das nennt man Multitasking. So, dann weiß ich schon mal, wie viel ich so jetzt ungefähr. Ach, aber nee. Es ist doof. Ich habe kein Problem damit, wenn es schwierig ist, aber wenn es einfach so ist, vor allem, ich bin ja gut geritten, das könnt ihr nicht abstreiten. Also, für meine Verhältnisse war es eigentlich ganz gut und dann funktioniert es trotzdem nicht. So, haben wir nicht irgendwie einen Jungen hier gesehen? Ja, das war doch der. Hey, das ist James. Das ist James. Ist das kleine Vögelchen nicht süß? Es ist aus seinem Nest gefallen, aber ich kann es nicht zurücksetzen. Könntest du mir helfen? Bist du ein richtiger Nerd, ne? Bist du ein richtiger Nerd. Vielen Dank, ich hoffe, dass er noch sehr lange lebt. Das war jetzt die Aufgabe. Ernsthaft? Ups, jetzt habe ich jeder wieder eins zu viel. Das passiert auch nur mir. Welches Level sind wir eigentlich? Level 11. Ich glaube, maximal ist Level 12, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Dieses Rennen ist einfach nur grausam. Ich glaube, das will ich ganz am Schluss machen, bis ich es wieder verdrängt habe. Und sobald ich die Zeit wieder sehe, gehe ich kotzen. Oh, wir haben jetzt direkt einen Anruf. Bitte komm zu mir in den Stall von Jorvik. Wir müssen uns unterhalten, Hermann. Ja, und ich weiß auch schon, worüber. Also ist es ganz klar, er möchte über das, über den Pokal sprechen, über den Wettkampf. Wir werden wahrscheinlich daran teilnehmen. Aber noch nicht, lieber Hermann. Das mache ich, wenn ich die ganzen Quests habe. Beziehungsweise das letzte Rennen, wo wir abgekackt sind. Was auch ziemlich verständlich ist, diese Kacke. Aber das werden wir dann ganz zuletzt machen. Und dann werden wir halt den Pokal vorziehen. Ach, hier war irgendwas mit dem Boot, ne? Da nehmen wir doch.
Ich verstehe, dass sich Mr. Jameson Sorgen macht. Leider ist mein Boot kaputt und ich kann meine Fangkörbe nicht leeren. Sie müssen die Langustensaison diesmal wohl ohne Langusten beginnen. Aber warte mal, du hast doch dein Pferd dabei. Könntest du mir bei dem Leeren der Fangkörbe helfen? Wenn du alle geleert hast, komm mit den Langusten zu mir zurück. Vielleicht können wir dann Mr. Jameson Langustensaison doch noch retten. Viel Glück. Ja, und jetzt kommen wir... Was willst du denn noch? Das Licht am Leuchtturm scheint nicht zu gehen und ich habe gesehen, dass ein Schiff von Jorvik zusteuert. Wenn der Leuchtturm nicht funktioniert, gibt es womöglich ein Unglück. Ich fürchte, Mr. Bright, der Leuchtturmwärter, ist eingeschlafen. Kannst du schnell rüber rein und ihn aufwecken? Da ganz unten. Willst du mich eigentlich komplett... Es sind zu lange Ritte, das ist so eklig. Ah, das macht das Spiel ja aus, ne? Ja, wieso? Die ganzen Fangkörbe hätte er auch selber aufholen können. Diese liegen so nah am Wasser. Ein bisschen schwimmen kann er ja wohl auch. So ist es jetzt nicht. Kann mir nicht erzählen, dass er es nicht schafft. Das kannst du mir nicht erzählen. So. Die anderen sind irgendwo da hinten, oder? Durchs Wasser die ganze Zeit schwimmen ist auch blöd. Man ist so langsam. Ist auch nicht so toll. Los, Pferd, laufen. Ein bisschen schneller. Los, los. Du kannst schneller laufen. Pferd. Ich hasse das, wenn das Pferd dann nicht schneller will, ne? Es braucht so ewig dann wieder, um reinzukommen. So. Bei dem anderen kann ich einfach rüberschwimmen, glaube ich, ne? Ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Okay, irgendwie schon, aber... Es gehört zum Spiel dazu. Was soll man machen? Im Nachhinein für mich dann ein bisschen anstrengender, aber... Hey. So ist das. Übrigens, falls ihr euch fragt, beziehungsweise haben vielleicht welche geschrieben, ob dieses Spiel kostenlos ist oder nicht. Es gibt vielleicht immer da so eine Frage. Das Spiel ist eigentlich, also ich habe es kostenlos gedownloadet. Wie gesagt, ich schicke euch keinen Download-Link. Geht am besten, googelt einfach immer. Und ich weiß eh nicht mehr genau, wo ich das her habe. Deswegen, das ist schon einige Monate her. Deswegen fragt mich da nicht. Aber auf jeden Fall kann ich euch versichern, dass man, zudem müsste das auf einer CD brennen. Wenn ihr auf der Seite seid, wo ich damals gewesen bin. Und ja. Oder ihr kauft das einfach bei eBay oder so. Aber am besten Neuartikel. Bitte keine gebrauchten, weil die sind meistens echt für ein A. Ist wieder hier ein schönes Flugzeug, das ist auch toll. Das mich immer eine Aufnahme stören möchte. Ist immer so. Das sind eine Menge Langusten. Nun muss die Party in Firegrove doch nicht ins Wasser fallen. Denn ich muss dahin liefern. Bringt diese Langusten zu Mr. Jameson nach Firegrove, damit die Einwohner ihre Langustenparty nicht absagen müssen. Natürlich, und zum Glück bin ich als erstes schon hier so ein bisschen hingegangen, damit... Ja. So, wollen wir jetzt zuerst zum Leuchtturm gehen? Ich glaube, da unten sind wir noch nie hingeritten, ne? Gut, dann machen wir jetzt eine lange Reise dorthin. Das wird so toll. Aber keine Sorge, ich werde nicht von dort aus wieder dahin reiten. Keine Sorge. Das wird jetzt einige Minuten in Anspruch nehmen. Falls es euch langweilt und ihr die Landschaft euch nur interessiert, dann könnt ihr ja vorspulen. Auf jeden Fall, ich muss jetzt den ganzen Weg dorthin reiten und mich einen abgammeln. Aber so ist das halt im Leben. Vielleicht finde ich ja noch ein Thema oder so. Aber es ist einfach so lahm. Ich habe auch jetzt mein Pferd ist auch wieder total im Arsch hier, man sieht's. Ihr könnt aber mein Flugzeug hören, das ist doch toll. Ist nicht meins, aber es ist halt jedes Mal... war das jetzt gerade so schlau, dass ich jetzt hier runtergegangen bin? Ich glaube nicht. Was für eine Kuhle das hier ist. Komme ich da jetzt hoch oder nicht? Oh Gott, ich dachte gerade, es war ein bisschen steil. Aber wir haben es zum Glück noch geschafft. Ja, wie gesagt, das waren diese... Da, nee.
Ich muss sagen, die Medaillen sind echt schön. Das muss man einfach mal sagen. Ja, diese Goldmedaille, ey, die habe ich so gehasst. Aber ich habe trotzdem immer weitergespielt. Jetzt bin ich aus Versehen dagegen gekommen, weil ich mich hier dauernd kratzen muss, weil irgendwas immer bei mir juckt. Ich weiß auch nicht, jedes Mal, wenn ich aufnehme, das ist so schlimm. Ich habe, glaube ich, eine Aufnahmeallergie. Gibt es das eigentlich, dass man eine Aufnahmeallergie hat? Nee, das gibt's nicht. Und wenn, dann habe ich sie. Nein, Spaß. Was ist teilweise manchmal so. Vielleicht auch nur, weil ich immer so viel rede oder so. Es kann auch sein. Das ist einfach schon nervig. Voll die Berge hier so. Es ist aber auch, glaube ich, möglich, auch hier lang weiterzugehen. Nicht ganz bis hier nach oben. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Aber ich glaube, ein bisschen kann man sogar auf das Graue hinausgehen. Aber irgendwann ist da auch so eine unsichtbare Wand und dann kann es halt nicht weitergehen. Ja, man versucht ja immer so kleine Bugs. Ah, dann kommt... Ich hatte, glaube ich, mal einen Speerstand, wo ich irgendwo hier hintergegangen bin. Ich glaube, hier sogar. Und dann war es so, ich konnte da nicht mehr weg. Ich bin da so einen Berg runtergefallen. Und dann komme ich nicht mehr hoch. Und ich kam da wirklich nicht mehr weg. Ich war da echt festgesteckt. Ich kam nicht mehr ganz runter, weil ich immer gestürzt dann bin. Dann kam ich da einfach nicht mehr weg. Dachte ich mir so, geil, alles umsonst. Deswegen macht das niemals. Nachher werdet ihr bestraft. Ah, daraus lernt man, ne? So, hier kann ich mein Pferd wieder auffrischen. Das finde ich toll. So, mein schönes Pferdchen, das da beim letzten Kack da abgekackt ist, weil es so lahm ist. Und ich musste mein Pferd einfach trainieren, das kann natürlich auch sein. So, jetzt bist du gleich wieder happy. So, Happiness. Willst du ein paar Langusten essen? Ich weiß nicht, ob die für ein Pferd gut sind. Natürlich nicht. Das war auch ein Scherz. Vielleicht möchte mein Pferd ja gerne probieren. Ich glaube, dann wäre es aber nicht gut. Das wäre nicht gut. So, was ist jetzt hier mit dem Leuchtturmwärter? Ja, Leuchtturmwärter, sind Sie da? Der ist echt eingepennt. Der ist echt eingepennt. Geil. Beste. Das finde ich gut. Was sagst du? Das Licht im Leuchtturm ist nicht an. Was? Oh, ich muss wohl eingenickt sein. Sowas aber auch. Naja, zum Glück habe ich noch genügend Zeit, es wieder einzuschalten. Vielen Dank, Kati. Ohne dich hätte das katastrophal enden können. Wow, und ich bin deswegen jetzt hierher gelatscht. Ist das dein Ernst? Nur deswegen? Das ist doch nicht wahr. Nun ja, und das war's aber für diesen Part. Im nächsten Part werden wir uns hier wiedersehen bei diesem grünen Punkt. Und dann werde ich hier rüber reiten und dann darüber reiten. Und dann irgendwann da sein und irgendwann machen wir diesen Goldpokal. Und irgendwann, wenn nichts mehr da ist, sondern nur noch dieser gelbe Punkt, dann können wir uns wieder aufregen. Schön. Und dann ist das Let's Play auch schon zu Ende. Schade, aber irgendwas hat immer mal ein Ende. Und ja, damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Star Stable Herbstritt. Bis bald.